Rechberg im unteren Mühlviertel. Die kleine Gemeinde ist für ihre Naturschönheiten, die prächtigen Wackelsteine, bekannt. Der mächtige Schwammerling hat sogar Geschichte geschrieben. Die Franzosen sollen einst versucht haben, diesen riesigen Wackelstein aus seinem Gleichgewicht zu bringen und zu stürzen. Der Versuch scheitert schließlich kläglich, zum Wohle des Schwammerlings, der immer wieder die Besucher fasziniert. Die mächtigen Felsbrocken und die Naturverbundenheit der Bevölkerung haben Rechberg schließlich 1996 den ersten Naturpark Oberösterreichs beschert. Die einst lästigen Steine, die das Bewirtschaften der Felder so mühevoll und den Mittagstisch karg machten, sind jetzt zum Stolz des Ortes geworden. Die Bezeichnung Wackelstein trägt so mancher Granitbrocken zurecht, wie am Großdöllner Hof. Mit der richtigen Technik kann auch David Goliath zum Wanken bringen. Der Großdöllner Hof ist ein Juwel der Gemeinde. Der einst kleine Bauernhof, an dem es sich so schwer wirtschaften ließ, wurde in ein Freilichtmuseum verwandelt. Er erzählt nicht nur die Geschichte seiner ehemaligen Bewohner, sondern einer ganzen Region, in der es die Bauern alles andere als einfach hatten. So idyllisch, wie man den Hof jetzt als Besucher sieht, haben ihn die damaligen Bewohner nicht erlebt. Sie haben ein paar Tiere gehabt, ein paar Kühe, einige Schafe, wenige Schweine und halt Geflügel, haben das da alles in den Stallungen untergebracht und haben die umliegenden Felder, die ja sehr, sehr steinig und einen sehr kargen Boden haben, damit bewirtschaftet. Die Bauern mussten sich durch das Köhlern von Holz einen Zuerwerb verschaffen. In Rechberg brannten nicht weniger als 40 Meiler. Hier in einem Modell dargestellt. Die Holzkohle wurde im Berg in Eisenwaggon verladen und wurde nach Wien transportiert in eine große Brauerei. Die haben die Rechberger Kohle gekauft. Holzkohle wird am Großdöllner Hof auch heute noch gebrannt, freilich nur zur Schau. Die hier hergestellte Holzkohle kann von den Besuchern der Köhlerfeste, die im Frühjahr mehrmals stattfinden, auch gekauft werden. Holzkohle nach alter heimischer Herstellungsmethode, Holzkohle aus Rechberg. Der Großdöllner Hof hier in Rechberg birgt aber auch noch andere Überraschungen. Regelmäßig stattfindende Frühschoppen gehören genauso dazu wie das große Kartoffelfest. Es findet mindestens einmal im Jahr statt. Erdäpfel haben es den Rechbergern angetan. Die aus Amerika stammende Knollenfrucht wird hier zu besonderen Anlässen sogar noch geerntet, wie vor 100 Jahren. Das mühsame Aufklauben der Frucht bleibt den Rechbergern trotz Pferdestärke nicht erspart. Aber es kann auch zum Erlebnis werden. Aus einem Erdäpfel lässt sich aber so einiges machen. Und nahrhaft und gesund ist er auch. Am Großdöllner Hof kann aber nicht immer gefeiert werden. Wer ihn beschaulich genießen will, kann sich jederzeit in die Ausstellungsstücke vertiefen, die auch heute noch zum Teil voll funktionsfähig sind. Das Donauland und der Strudengau mit seiner tausende Jahre alten Geschichte und seinen Juwelen. Mit Impressionen aus dem Nahntal verlassen wir das Museumsland Donauland-Strudengau. Das Nahntal wurde übrigens von der Europäischen Union und dem Land Oberösterreich im Natura 2000 Programm als besonders schützenswert gewürdigt.